Jo, Steve, wo bleibst du denn? Ja, was willst du denn? Wir wollten doch um 3:30 drehen. Aber doch nicht um 4 Uhr morgens. Wir haben ja in unseren Videos doch eine etwas eigene Art, uns zu gewissen Themen zu äußern. Ihr Pimmel. Und da sollte man auch schon aufpassen, dass man nicht missverstanden wird. Es sehen ja doch so ein paar tausend Menschen. Ein paar tausend? Ich dachte, wir haben so 50. Nein, 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 Steve. Hast du falsch verstanden. Wir verdienen auch mit kein Geld. Puh, na dann bin ich ja beruhigt. Aber egal, wie viel Mühe man sich beim Formulieren gibt, irgendjemand versteht es dann doch so 100,1% falsch. Alle Menschen sind gleich. Was? Ihr sagt, blauäugige Menschen sind dümmer als andere? Nein, wir sagen, dass alle Menschen wundervoll sind und gleich und sexy. Was? Ihr sagt, 12-jährige Mädchen, die sich Zöpfe flechten, sind Untermenschen? Das ist voll rassistisch. Nein, das habe ich doch nie. Ich krieg einen Stinkefinger. Ich bin böse. Manche wollen es aber auch einfach missverstehen. Weil etwas voreingenommen sind oder einfach halt das hören, was sie hören wollen. Aber Rick, ist diese Formulierung nicht etwas gefährlich und könnten das die Leute nicht vielleicht missverstehen? Nein. Wir hatten da dieses Video gemacht. Single versus Beziehung. Da wollten wir die Aussage treffen. Sex ist toll. Und in einer Beziehung hat man allgemein mehr Sex. Und wenn man auch jemanden noch hat, den man wirklich gern hat, dann hat man höchstwahrscheinlich auch nochmal richtig tollen Sex. Und viel Sex. Und das ist einfach cool. Du wiederholst dich. Aber Sex ist toll. Leider haben das manche etwas anders verstanden. Was? Wollt ihr sagen, Frauen sind nur für Sex da, wenn sie nicht gut im Bett sind, soll man sie wegwerfen? Ja, genau das wollten wir sagen. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, als würde die Aussage auf beide Geschlechter zutreffen. Ich meine, Frauen, die beim Sex Spaß haben, wo gibt's denn sowas? Nicht in deinem Bett. Apropos Sexismus. Hey. Da gibt's ja diesen absoluten Klassiker. Dieses Missverständnis zwischen Mann und Frau. Sag mal, Schatz, hast du irgendwo meine Turnschuhe gesehen? Was willst du etwa sagen? Ich bin fett. Das ist eigentlich auch ein bisschen sexistisch, dass ich die jetzt so darstelle. Aber geil. Nein, nein, nein. Ich meine, du bist super sexy. Mhm, du magst mich also nur wegen meinem Körper, ja? Nein, ich liebe dich nur wegen deiner Persönlichkeit. Ach so, jetzt bin ich auch noch hässlich, ja? Ein weiterer Klassiker, wofür auch Rick überhaupt nicht bekannt ist in unserem Freundeskreis, ist, dass, also wenn Rick zum Beispiel sich irgendwas total Geniales in seinem Kopf ausdenkt, dann auf einmal random anfängt zu sprechen, mitten im Satz quasi, und dann von uns erwartet, dass wir wissen, was er meint oder wovon er gerade redet, aber niemand hat einen Plan und er ist einfach nur doof. Ihr seid dumm. Meine Gedanken sind gut ausgetüftelt, intelligent und geheimnisvoll. Deshalb seid ihr dumm. Geheimnisvoll sind sie auf jeden Fall. Das Ganze gibt's natürlich auch andersrum. Man unterhält sich mit jemandem, aber ist eigentlich mit seinem Telefon beschäftigt, weil ist ja heutzutage so. Und während man dann so tippt, wird man so voll gelabert, versteht aber eigentlich nur jedes dritte Wort. Und dann kommen da so Sätze raus wie Hodenschenken leicht gemacht. Und dann willst du den Rest des Satzes eigentlich gar nicht mehr wissen. Ich schon. Es ist viel zu heiß. Sag mal, Steve. Ja? Haben wir gerade ein Video über Missverständnisse gemacht, dass sie mich missverstanden werden kann? Ja. Männer an die Macht. Männer an die Macht und Frauen von Herd. Bitte nicht ernst nehmen. Fucking shit ist das heiß. Machen wir Edgar jetzt einfach mal ganz kurz mit Ventilator, falls es euch nicht stört. Da drüben gibt es unser Video Themen, die wir nicht machen. Ich habe keine Frage gestellt, weil es heiß ist. Und darunter unser letztes Video Intelligenz, wovon wir gerade nicht so viel haben. Kanäle sind da und jetzt noch eine Frage irgendwie. So. Wie wurdet ihr schon mal missverstanden? Also was war schon mal das euer größtes Missverständnis? Finde ich gut. Lass uns das machen. Ich will's wissen. Darauf kann man Willi auch bei der Hitze kommen. Willi will's wissen. Ich heiße nicht Willi, aber egal. Lutsch den Willi von dem Pinguin da. Los. Oh, ich hab gar nicht aufgenommen.